Ich bin Alkoholiker. Ich habe schon mal was versucht. Das ging dann mal ambulant, aber das habe ich nicht ganz ernst genommen. Und dann kam wirklich ein Absturz. Ich habe damals auch eine Firma gewechselt. Und dann, das ist jetzt 20 Jahre her. Und da wurde mir dann gesagt, entweder machen Sie was oder Sie gehen. Und nachdem ich mir das dann richtig überlegt habe, gesagt, dann haben wir gedacht, da hängt die Existenz drauf. Ich verliere alles, wenn ich jetzt nicht irgendwas unternehme und nicht aufhöre und nichts unternehme, ist meine Frau weg, meine Familie ist weg, dann steht sie auf der Straße. Das war der Grund, warum ich überhaupt was gemacht habe. Das ist mittlerweile wieder 20 Jahre her und ich habe es nie bereut, da was zu machen. Und ich bin seitdem bin ich in der Gruppe in Witting. Ich leite die jetzt seit einigen Jahren. Also wir treffen uns jeden Dienstag von 19:30 Uhr bis 21 Uhr im St. Stephanus-Haus in Witting. Und wir hören auch ganz viel, dass dann wir gesagt haben, es hilft mir, wenn ich in die Gruppe komme. Ich kann mich jedes Mal wieder erinnern, dass ich ein Problem habe, dass ich ein Problem mit Alkohol habe oder mit anderen Sachen. Und ich kann mich jedes Mal daran erinnern und weiß, aha, da sind auch welche, die dasselbe Problem haben, die sich um mich kümmern. Wenn ich Probleme habe, kann ich jederzeit kommen, denn ich kann nur mit hier in diesem Kreis offen und ehrlich über die Probleme reden. Das kann ich außerhalb nicht, weil die es nicht verstehen. Es geht nur innerhalb dieses Kreises. Das heißt, alles, was in der Gruppe bleibt in diesem Raum drin, es wird nicht nach außen getragen. Und wir haben auch Auflage, wenn die kommen, werden sie darauf hingewiesen, dass sie absolut Schweigepflicht herrscht. So wie die den Raum verlassen, hat das nicht stattgefunden. Sollten die dahinter kommen, wird er sofort bei uns aus der Gruppe entfernt und er kann damit rechnen, dass er dann eine Anzeige wegen Verleumdung oder sonst etwas kriegt. Also da sind wir ganz streng und ganz hart. Langeweile, Ärger und so weiter. Auch dieses Gewohnheitstrinken. Das heißt auch, ich komme nach Hause, trinke eine Flasche Bier, setze mich am Fernsehen. Es fängt an mit so einem Entspannungstrinken. Und dann steigert sich das immer mehr, ohne dass man das merkt. Das ist ja das Gefährliche dabei, dass man das nicht einkalkulieren kann, wie weit. Das geht ruckzuck innerhalb von ein paar Jahren. Es dauert natürlich auch eine gewisse Zeit. Aber innerhalb von ein paar Jahren bin ich dann von einer Flasche, sagen wir mal, auf eine halbe Kiste, ohne dass ich das merke. Und da kommt verschiedene, kommt der Ärger dazu, vielleicht im Zuhause, im Beruf und alles Mögliche. Und dann trinke ich eben halt. Und dann irgendwann ist man in diesem Kreislauf drinne, ohne dass man es merkt. Und man kommt einfach nicht mehr raus. Und ohne Hilfe von außen, zum Beispiel bei uns jetzt, oder von außen, egal was, ob das jetzt ein Führerscheinentzug ist oder eine Krankheit ist oder Arbeitsplatzverlust, so bei mir zum Beispiel, oder irgendwas, es muss immer ein Impuls von außen kommen, der unheimlich hart ist. Und dann erst wach werden und sagen, ich muss was tun, um das dagegen anzugehen. Denn wenn ich arbeitslos bin, Existenz hängt auch da drauf, Führerschein hängt drauf, fängt alles mit dran an.